Für den falschen Hasen benötigen Sie Hackfleisch, Sorte je nach Wunsch, Petersilie, Eier zur Bindung, hart gekochte Eier für die Mitte oder als Kern, Speck, Brösel oder eingeweichte Brötchen, Zwiebel, Knoblauch, Senf, Öl brauchen wir zum Anbraten, für die Soße später ein bisschen Fond oder Brühe, Sahne und Salz und Pfeffer zum Würzen. Für die Spätzle brauchen wir Eier, Wasser, Muskat, eine gute Prise Salz und Mehl. Und für den Hasen die Karotten mit Butter, Zwiebel, Zucker und ein wenig Wasser. An Küchenutensilien brauchen wir einen Topf zum Kochen mit Wasser für die Spätzle, nachher eine Kelle zum Rausholen und eine Pfanne zum Anschwitzen für die Spätzle. Für die Spätzle entweder ein Brett und ein Schaber oder eine Kartoffelpresse. Zum Anrühren für den Spätzleteig ein Handrührgerät und eine Schüssel. Für den falschen Hasen eine Pfanne zum Anbraten und Garen und einen Topf für unsere glasierten Möhren. Als erstes würde ich mit dem Spätzleteig anfangen. Hierfür brauchen wir Eier. Die gebe ich komplett in eine Schüssel. Spätzleteig aus dem Grund anfangen, wenn wir jetzt anfangen, Mehl zu verarbeiten. Sobald das Mehl geknetet wird, kommt der Kleber aus dem Mehl raus. Das bedeutet, der Teig wird dadurch zäh. Wir schaffen es nicht, die Spätzle sofort zu schaben. Das kennen Sie auch von Kuchenrezepten. Der Teig muss ungefähr eine Stunde ruhen. Zu den Eiern gebe ich Wasser. Am Anfang schon das Salz. Erstmal, dass es sich schön auflöst. Und gerade bei Mehlteigen ruhig eine gute Prise Salz. Je nach Geschmack, was ich finde, was super passt zu Spätzleteig, ist Muskatnuss. Aber aufpassen, nicht zu viel, da Muskatnuss einen sehr starken Eigengeschmack hat. Ist in dem Fall wirklich Geschmackssache. Jetzt geht's los. Als erstes die Eier verquirlen. Und jetzt muss das Mehl unter den Teig gearbeitet werden. Hier aufpassen, nicht das ganze Mehl auf einmal. Und zwar erst den größeren Teil mit dazugeben und noch ein bisschen überbehalten. Und zwar müssen Sie immer darauf achten, jedes Ei ist verschieden groß. Das bedeutet, ist ein Ei ein bisschen kleiner, habe ich nachher zu wenig Ei und zu viel Mehl, dann wird der Teig zu fest. Deswegen erstmal so anfangen. Und das Ganze verarbeiten und dann gucken, wie die Konsistenz ist. Dann können wir immer noch entscheiden, ob noch mehr Mehl zugegeben werden muss. Normalerweise sagt man immer, Spätzleteig muss geschlagen werden. Das machen wir jetzt mit dem Handrührgerät. Geschlagen werden aus dem Grund, es wird einmal Luft untergearbeitet und der Kleber wird jetzt aus dem Mehl rausgearbeitet. Dadurch bekommt auch der Spätzleteig seine zähe Konsistenz. Wenn ich den Teig jetzt schon sehe von der Konsistenz, merke ich schon, hier muss gar kein Mehl mehr rein. Oh. Der ist sehr schön. Und der zieht dann noch ein bisschen nach, sobald er kalt steht. Sprich, wir lassen ihn ja ruhen. Das heißt, hier brauchen wir nichts mehr machen. Den Teig stelle ich jetzt an einen kühlen Ort, am besten in den Kühlschrank, Klarsichtfolie drauf und hier machen wir dann in einer Stunde weiter. Für den falschen Hasen als erstes die Zwiebel würfeln. Die habe ich vorher gepellt, habe hinten den Wurzelansatz so weit wie möglich dran gelassen, damit ich jetzt die Zwiebel wie ein Fächer einschneiden kann. Jetzt von vorne ungefähr bis zur Hälfte, aber bitte nicht mehr, sonst wird es zu instabil. Und jetzt mit einer wiegenden Bewegung die Zwiebel würfeln. So. Die lassen wir mal erstmal an der Seite liegen, weil jetzt müssen wir als nächstes die Petersilie, die habe ich vorher gewaschen. Aufpassen bei Kräutern, die Kräuter bitte nicht hacken, sondern wirklich schneiden, sonst kann es passieren, die werden bitter. Da binde ich mir einen kleinen Strauß, klappe den vorne um und fange jetzt genauso an wie bei der Zwiebel, die Petersilie klein zu schneiden. Als erstes in Stifte, sobald die Stiele kommen, höre ich auf. Drehe mir das Ganze jetzt um und würfle die Petersilie einfach grob klein. So. Das reicht auch schon. Dann kommt das Ganze in das Hackfleisch. Petersilie und Zwiebel. Dazu hätte ich gerne auch noch ein bisschen Knoblauch. Den pressen wir einfach mit dazu. Je nach Geschmack
müssen Sie selber entscheiden, wie viel, oder wenn Sie möchten, können Sie Knoblauch auch weglassen, obwohl ich finde, das passt sehr gut in dieses Gericht. An Gewürzen Senf, ein guter Löffel, Salz, Pfeffer, auch aufgrund der Menge schon ein bisschen was. Zur Bindung einmal Ei. So. Dann gewürfelter Speck. Den mit dazugeben. Und entweder ein eingeweichtes Brötchen, das aber vorher dann wieder gut ausdrücken. Oder man kann auch direkt Semmelbrösel mit dazugeben. Und jetzt das Ganze durchkneten. Das Beste, was Sie machen können für diese Arbeit, sind die Hände. Ausnahmsweise heute mal, wenn ich zu Hause alleine bin, gehe ich auch so direkt rein, wie es ist. Aber hier empfehle ich Ihnen jetzt, einen Handschuh zu nehmen, aus hygienischen Gründen. Und gehe jetzt in die Masse rein und knete die gut durch. So, dass sich wirklich alles schön vermengt. Sieht man jetzt auch schön anhand der Petersilie. Sobald die sich gleichmäßig verteilt hat und die Semmelbrösel und das Ei aufgesaugt ist, sollte die Masse soweit okay sein. Da haben wir noch ein bisschen was. Sie merken schon, das ist ein bisschen Arbeit. Und der muss auch gut durchgeknetet sein, damit sich auch die Gewürze gleichmäßig schön verteilen. Jetzt kann ich aber schon gucken, das sieht gut aus. Die Petersilie hat sich schön verteilt, schön gleichmäßig in der Masse. So. Können wir jetzt anfangen, unseren falschen Hasen zu bauen. Das bedeutet, einen Teil von der Masse einmal nehmen. Der kommt aufs Schneidebrett. Dann drücke ich mir den ein bisschen gerade, mache in der Mitte eine kleine Vertiefung für die gekochten Eier. Die habe ich gepellt, lege die jetzt in die Mitte rein, ein bisschen andrücken und jetzt wieder eine Masse nehmen. Und fange mit der an, einen Deckel zu bauen und der kommt oben drauf. So. Immer schön reiben, dass die Nahtstellen geschlossen werden. Wenn Sie jetzt möchten, dass der Teig auch noch schön glatt wird, dann nehme ich mir jetzt ein bisschen Öl auf die Hand, reibe damit den Teig einmal ein. Ist auch praktisch nachher zum Braten, dass der nicht klebt. So, schön geschlossen ist alles. Unsere schöne Form haben wir auch. Dann können wir jetzt anfangen, den Hasen in den Ofen zu schieben bzw. zu garen. Dann nehme ich den Handschuh mal wieder weg. Entweder, wenn Sie haben, auf ein Blech legen, Ofenblech, oder was wir auch machen können, ich habe jetzt hier eine Pfanne. In die Pfanne gebe ich als erstes ein bisschen Öl. Und zwar soll der falsche Hase vorher angebraten werden, dass ich Röstaromen bekomme. Öl in die Pfanne geben. Wenn Sie möchten, zum Testen, ob die Pfanne schon heiß ist, nehme ich ein bisschen vom Hackfleisch, lege das rein. Das kennen Sie vielleicht vom Holzlöffel. Sobald da Blasen aufsteigen, weiß ich, die Pfanne ist heiß und ich kann dann den Hasen, so wie er ist, komplett in die Pfanne reinlegen. Ich hole den schon mal rüber. Und was ich hier habe, ist die Brühe. Ich habe mir Gemüsebrühe angerührt oder Fleischfond würde auch gehen. Den nehmen wir gleich zum Ablöschen, um daraus gleichzeitig ein bisschen Soße zu ziehen. Jetzt sehe ich schön, die ersten Bläschen steigen auf. Das bedeutet jetzt, den Hasen in die Pfanne legen, vorsichtig. Ich brate den jetzt erst von einer Seite an und drehe den erst später um. Wenn ich ihn jetzt schon versuchen würde umzudrehen, kann es passieren, der geht kaputt. Deswegen nur einseitig anbraten. Sobald ich sehe, dass es am Rand ein bisschen braun wird, weiß ich, ich habe Röstaromen. Den Rest macht der Ofen nachher von alleine. Deswegen jetzt einmal ablöschen, dass der Boden ein bisschen bedeckt ist. Auffüllen kann ich später immer noch und gehe jetzt mit den Hasen in den vorgeheizten Ofen. Also bei der Größe braucht der falsche Hase ungefähr 40 Minuten bei 160, 170 Grad. Da haben wir schon mal Zeit, die Möhren zuzubereiten. Die habe ich jetzt hier einmal vorher gewaschen. Die müssen jetzt geschält werden. Dann gehen wir mal her
Ich fange aber erst an, die oben festzuhalten und schäle erst den unteren Teil von der Möhre. Gehe dann her, drehe die einmal um und nehme mir jetzt den geschälten Teil in die Hand, schäle jetzt den nächsten Teil. So, bei der nächsten Möhre genau das gleiche. Erstmal eine Seite oder eine Hälfte schälen. So, umdrehen und zur nächsten Hälfte. So, perfekt. Was mir jetzt nicht gefällt, sind hier vorne noch die Endstücke. Die schneide ich vorher schon mal weg, auf beiden Seiten. Und jetzt eine Überlegung für die Form der Möhre. Wenn ich jetzt anfange, die Möhre in Scheiben zu schneiden, kann es mir passieren, beim Scheibenschneiden rollen mir die Scheiben immer weg. Deswegen mal eine schöne andere Idee. Ich halbiere die Möhre einmal und dann fange ich an, die der Länge nach zu vierteln. Und habe jetzt schon Stifte. Machen wir hier drüben die nächste auch mal mit. In Stifte schneiden. Und dann gehe ich her und schneide den Stift schräg in Rauten. So, und habe jetzt kleine Möhrenstifte, immer darauf achten, die sollten ungefähr gleich groß sein, gleich groß aus dem Grund, wenn die nachher gekocht werden, dass die auch alle gleichzeitig gar sind. Also Möhre schräg halten, Messer schräg halten und dann die Möhren in Rauten schneiden. Sieht einmal recht geckig aus, lässt sich sehr schön schneiden auch. Nehmen, halbieren, danach vierteln, sprich in Stifte schneiden und diese wiederum schräg in Rauten. Von der Menge her denke ich mir, das sollte auch reichen. Was ich wichtig finde bei Möhren immer, das muss auf jeden Fall ein bisschen Zucker beim Kochen mit dazu. Aber vorher noch für den Geschmack würde ich noch eine Zwiebel nehmen, die Zwiebel halbieren und ähnlich wie eben beim falschen Hasen einschneiden, einschneiden und die Zwiebel würfeln. So. Die Zwiebelwürfel sollen jetzt zuerst in Butter glasiert oder angebraten werden. Glasiert bedeutet, einmal in den Topf geben, zusammen mit der Butter. Die sollten keine Farbe nehmen, deswegen aufpassen bei der Temperatur, nicht zu heiß werden, sondern wirklich nur kurz angehen lassen. Bei der Zubereitungsart, die wir jetzt machen, finde ich interessant, wenn ich jetzt anfange, Möhren zu kochen. Das bedeutet, die schwimmen im Wasser, geht sehr viel Möhrengeschmack über ins Wasser und die Möhren verwässern. Durch dieses Glasieren, das heißt, wir werden die Möhren in so wenig Flüssigkeit wie möglich garen, bleibt der Geschmack automatisch im Topf bzw. in den Möhren drin. Butter, aufpassen, wie gesagt, nicht zu heiß und die Zwiebeln wirklich nur ganz, ganz kurz angehen lassen. Das reicht auch schon. Jetzt kommen unsere Möhrenstifte oder Rauten mit dazu. Dann die Prise Zucker mit dazugeben. Wichtig hierbei ist, bevor die Flüssigkeit mit dazu kommt. Dadurch schmilzt der Zucker schöner und gibt noch einen schönen Glanz. Auch mit angehen lassen. Und jetzt das Ganze mit Wasser auffüllen. Aber nur so viel, dass die Möhren gerade mal bedeckt sind. So, und jetzt ungefähr 10 Minuten garen. Gegebenenfalls noch ein bisschen Wasser nachgießen. Die stellen wir an die Seite und kümmern uns in der Zwischenzeit um den Spätzleteig. Dafür stellen wir schon mal das Wasser auf. Zum Kochen. Spätzleteig habe ich schon mal wieder aus dem Kühlschrank geholt. Man kann jetzt schön sehen, der ist schön dickflüssig. Um den jetzt zuzubereiten, muss das Wasser erstmal kochen. Deswegen schalte ich das Ganze noch höher. Und das Wasser, sobald es heiß ist, gut mit Salz würzen. So. Also wirklich eine gute Prise Salz. Und jetzt die Möglichkeiten, um den Spätzleteig zuzubereiten. Eine Sache ist, so wie es früher gerne gemacht wurde, da wird ein Holzbrett genommen. Auf das Holzbrett. Ach, der schöne Teig, der zieht sich schön, perfekt. Auf das Holzbrett erstmal ein bisschen Wasser geben oder auf das Brett. Dann kommt da der Spätzleteig drauf. Gucken wir uns mal ein Stück runter. Schön draufstreichen, dass der am Brett kleben bleibt. Dann das Brett ins Wasser halten und dann werden Spätzle geschabt. Bedeutet mit einem Teigschaber den Teig glatt machen. Und jetzt immer einmal ins Wasser raus reinschieben. Wasser raus reinschieben. Wasser raus reinschieben. Wenn ich nachher merke, ich bin zu weit oben, wieder Teig nehmen, nach unten streichen. So, und wieder anfangen von vorne. Hoch, runter, hoch, runter.
Und so schabe ich die Spätzle ins Wasser, wieder runterziehen. So. Das wäre die eine Möglichkeit. Man sieht, das dauert ein bisschen, aber das wären jetzt wirklich handgeschabte Spätzle. Und den Vorgang kann man halt wiederholen, bis der Teig verarbeitet ist. So. Eine andere Möglichkeit, was man auch machen könnte, wäre jetzt hier quasi eine Kartoffelpresse. Darauf achten, je nachdem wie groß der Einsatz ist, der sollte nicht zu klein sein oder zu eng, damit der Teig auch durch kann. Ich nehme mir wieder etwas vom Teig. So. Gib den in die Presse. Und fange jetzt an, den Teig in den Topf zu drücken. Aufpassen beim Drücken, nicht von zu weit oben, sonst kleben die jetzt schon fest, sondern wirklich nah ans Wasser rangehen und die Spätzle ins Wasser reindrücken und zum Schluss am Topf anziehen. Wenn Sie sowas machen sollten, darauf achten, nicht zu viel Teig in die Presse geben, also maximal diese Menge. Ansonsten, wenn zu viel drin ist, wird das zu schwer vom Drücken und ich kriege das nicht da rein. Wieder runter, ins Wasser, rüberziehen und weg. Ähnlich wie bei Gnocchi, sobald das einmal aufkocht, sprich siedet, kommen die Spätzle nach oben. Ich denke mal, es dauert noch 2 Minuten und dann machen wir hier weiter. Kann man ja schön sehen, jetzt wo sie wirklich oben sind, dass die fertig sind. Die kann ich mir auch sehr gut vorbereiten, schöpfe die dann ab, entweder, wenn ich das schon am Vormittag machen sollte, im kalten Wasser nochmal abkühlen. Aber jetzt gebe ich die schon in die Pfanne mit rein und die werden wir nachher nur noch mit ein bisschen Butter anklassieren bzw. warm machen. Oder wenn Sie die frisch machen, wenn die Gäste kommen, in eine Pfanne mit ein bisschen Butter und Schwenkel und sofort servieren. Aber wir müssen noch warten, bis unser Hackbraten fertig ist, sprich unser falscher Hase. Das heißt, das dauert jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde und dann treffen wir uns wieder. So, dann gucken wir uns bei den Hackbraten an. Ich habe jetzt zum Schluss noch mal kurz Oberhitze angemacht für eine schöne Farbe. Und dann holen wir unseren falschen Hasen einmal aus dem Ofen. Der sieht schon sehr gut aus. Jetzt kann man auch schön sehen, ich habe noch Fond zwischendurch angekostet. Den brauchen wir gleich für die Soße. Um die jetzt zu kochen, nehme ich einmal vorsichtig den Hasen hier raus. So, den brauchen wir gleich erst. Und jetzt für die Soße einen Schuss Sahne angießen und das Ganze einmal aufkochen und gleichzeitig mit dem Schneebesen verrühren, dass eine schöne Emulsion entsteht. Hier darf gerne noch ein Schuss Sahne mit dazu, ist noch zu dünnflüssig, aber gegebenenfalls könnte man die Soße auch mit ein bisschen Stärke abbinden oder auch noch ein bisschen reduzieren lassen, aber so wie es jetzt ausschaut, gefällt mir das. Spätzle einmal kurz noch mal in der Pfanne anschwenken bzw. erhitzen, obwohl ich habe die Pfanne eben schon mal angeschaltet. Und bei den Karotten einmal gucken, so weit einkochen, dass die Flüssigkeit fast verkocht ist, also quasi glasiert. Was jetzt noch fehlt, ist einmal eine Prise Salz, die hat man noch nicht dran, bei den Möhren. Und bei den Spätzle habe ich mal probiert, darf auch noch gerne ein bisschen Salz mit dazu, aber das wäre dann quasi Geschmackssache. So. Aufpassen, sollten keine Farbe nehmen, die sollten schön hell bleiben, die Spätzle. So, Spätzle sieht schön aus. Soße ist schön sämig und Möhrchen sind soweit auch in Ordnung. Jetzt können wir ja anfangen, unseren Hasen aufzuschneiden. Ich nehme einmal den Schaber wieder an die Seite. Und dann fangen wir mal an. So, hier haben wir noch kein Ei. Hervorragend. Hier haben wir ein Ei erwischt. Das sieht gut aus. Und jetzt können wir quasi anrichten. Als erstes würde ich anfangen mit den Spätzle, die auf den Teller geben. So. Daneben direkt die glasierten Möhren. Dann unser Hackbraten, den kann man jetzt schön sehen, der ist genau auf den Punkt gegart, bedeutet, das Ei ist in der Mitte immer noch ein bisschen wachsweich, genau nach 40 Minuten. Und dann mit der Soße angießen
Da würde ich jetzt rübergehen zu den Spätzle und würde die Soße über die Spätzle laufen lassen und ein bisschen über das Fleisch. Und was jetzt noch fehlt, wäre ein bisschen was Grünes zum Schluss. Da würde ich garnieren mit ein bisschen Petersilie und die schieben wir so an die Seite rein. So, und so haben wir unseren falschen Hasen auf unserem selbstgemachten Spätzle mit dem Möhrengemüse und einer Soße aus dem Fond gekocht. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.